Die Beschaffung von Heißdampf-Tenderlokomotiven der Baureihe 64 und 86 war bereits im ersten Typisierungsplan der Deutschen Reichsbahngesellschaft vorgesehen. Beide Baureihen wurden ab 1928 für den Dienst auf Nebenbahnen mit 15 Tonnen Achslast beschafft. Weil auf solchen Strecken meist keine Wendemöglichkeit auf den Endbahnhöfen bestand, hatten beide Baureihen ein symmetrisches Fahrwerk für die gleiche Höchstgeschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen. Mit einem Laufkreisdurchmesser von 1400 mm gehörte die 1D1 gekuppelte 86er zu den Güterzugloks. Sie beförderte aber auch Personenzüge und gemischte Züge. Für die gleichen Zugarten war auch die Baureihe 64 bestimmt, gehörte aber mit 1500 mm Kuppelraddurchmesser zur Gattung der Personenzuglokomotiven. Aufstellung zum Fotoshooting. Solche Aufnahmen waren in der Realität kaum möglich, weil beide Baureihen unterschiedliche Einsatzgebiete hatten. Also muss die 86er mal kurzerhand verschwinden. Von der Baureihe 64 waren nach dem Zweiten Weltkrieg 280 Loks im Bestand der Deutschen Bundesbahn und etwa 120 bei der Deutschen Reichsbahn. Die genaue Zahl ist heute nicht mehr zu ermitteln. Die DB musterte ihre letzten Exemplare 1974 aus. Bei der Deutschen Reichsbahn hielt sich die 64er ein Jahr länger. Eingesetzt wurde sie fast ausschließlich auf Flachlandstrecken im Norden. Letzte Einsatzstelle war der Lokbahnhof Kalbemilde des BW Salzwedel in der Altmark. Auf der ehemaligen Kleinbahnstrecke Hohenwulsch-Kalbemilde-Betzendorf dampften sie bis August 1975 vor solchen heutzutage seltsam anmutenden Zuggarnituren. Szenenwechsel. Die 64er geht jetzt in die Drehpause. Von der Baureihe 86 kamen nach dem Zweiten Weltkrieg 386 Maschinen zur Deutschen Bundesbahn und 173 zur Deutschen Reichsbahn. Haupteinsatzgebiet war hier das sächsische Hügelland und das Erzgebirge. Den größten Bestand an 86ern, etwa 40 Maschinen,
hatte das Bahnbetriebswerk Aue mit seinen Einsatzstellen Annaberg, Buchholz und Schwarzenberg. Die DB stellte die letzten 86er 1972 ab. Bei der DR endete der Planeinsatz 1976. Die meisten der vorhandenen Maschinen waren allerdings weiterhin voll betriebsfähig und wurden neben dem Einsatz als Heizlok als Betriebsreserve vorgehalten. Von 1982 bis 1988 kamen einige 86er auf der Strecke Schlettau-Krottendorf im Erzgebirge nochmals planmäßig in den Zugdienst. Mit zunehmender Verdieselung des Nebenbahnnetzes der DR wurden beide Baureihen überflüssig und durch die viel effektivere V-Traktion ersetzt. Bis auf wenige betriebsfähige Museumsloks sind beide Baureihen längst Geschichte. Und solche Szenerien gibt es nur noch auf der Modellbahn.